Hi Leute, ich bin wieder zurück mit dem zweiten Teil unseres Tutorials. Letztes Mal haben wir uns um die Properties gekümmert, konnten da einige Sachen mitmachen, wie man sieht. Wunderschön. Aber jetzt stellt sich doch die Frage überhaupt das Elementare. Wie kann ich zum Beispiel den Titel ändern eines Buttons, dass hier nicht mehr Sätze ein Wert steht, sondern was ganz anderes? Wie kann ich die Schriftfarbe ändern? Wie kann ich die Farbe des Schattens bestimmen? All das machen wir heute, wie man einen Wert setzt. Also, wie sage ich, dass statt setze ein Wert, also der Titel geändert werden soll durch einen anderen Wert? Das ist das, was wir heute machen werden. Setze ein Wert. Ja, wie man sieht, wird relativ schnell gehen. Wir haben den setTitle, setTitleColor und setTitleShadowColor. Das sind nur drei Sachen und ist eigentlich relativ schnell gemacht. Also wir sehen hier, man kann es relativ schnell ändern. Also bearbeite mich, ich wurde geändert, bearbeite mich, ich wurde geändert. Und man kann halt grün, blau. Und halt schwarzer Schatten, kein schwarzer Schatten, kein schwarzer Schatten. Kann man natürlich auch genau wie hier einfach Farbwechsel machen oder kein Schatten. Ist völlig Wumpe. Das heißt, wir hätten dann das hier und das hier. Also ich habe es jetzt so gemacht, also ich schließe es jetzt erstmal. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, dass ich das alte Dokument genommen habe. Wir haben jetzt einen Ordner. Configure Button Title Part 1 und ich habe ihn einfach dupliziert und dann statt Part 1 Part 2 geschrieben. Dann heißt, wir haben es nochmal, können es jetzt öffnen und können jetzt von Part 1 ausgehend, also ich kann euch das auch nochmal zeigen, Part 1 ausgehend bei Teil 2 weitermachen. Das heißt, wir haben alles, was in Teil 1 war und bauen darauf auf. Ja, oder ihr nehmt einfach euer altes und für euch, ihr braucht ja nicht die ganzen Versionen. Euch reicht es ja, denke ich mal, wenn ihr ein vollständiges habt. Also ist das nicht so aufwendig. So, und wie ihr seht, wir haben jetzt hier Properties beim letzten Mal gemacht, können aber den ganzen Teil hier noch nicht. Also den ersten schon. Wir machen jetzt heute Setze einen Wert. Ja, dafür brauchen wir erstmal eine neue View, die wir öffnen können. Und zwar nennen wir die, ja, wie nennen wir die? Die nennen wir, hier ist es, die nennen wir einfach wie habe ich es hier genannt? Gute Frage. Set Title Attributes. Ja, okay, einfach Set Title Attributes. Damit keiner am Ende mit dem Code verwirrt wird, wo alles drin ist. Okay, Set Title Attributes, ja, View Controller Next. Ja, Create. Zack. Der dürfte jetzt wieder so ein bisschen leer sein. Ich mag es ganz gern, wenn das Interface einheitlich ist. Da habe ich auf View, mache den Background auf View Flap Side, das heißt, wir haben diese schwarze Textur. Und dann, wenn es halt einheitlich ist, ist der Vorteil, wir machen es einfach. Nein, das nicht. Wir kopieren einmal die drei Sachen mit CMD C, also CMD Copy, und fügen die hier einfach schnell ein. Und haben es dann gleich. Und dann noch Setze einen Wert. Setze einen Wert. Und genau, da habe ich gesagt, gibt es drei Funktionen. Ich kopiere mir die jetzt einfach aus dem Ganzen einmal raus, weil es einfach schneller geht. Genau, Set Title Shadow Color for State. Das einmal. Dann hatten wir noch, ich dupliziere jetzt einfach den Button, aber dann habe ich auch gleich einen, der genauso groß ist. Set Title Color. State kennt ihr sicherlich vom letzten Mal noch. Einfach für den Zustand, in dem er gerade drin ist. Also ob er gerade geklickt wird und noch nicht losgelassen wurde, ob gerade losgelassen wurde, also ob er aktiviert ist, also ob man überhaupt draufklicken kann, ob er überhaupt gerade im normalen Zustand ist. All das kann man da festlegen und dann dafür jeweils
Titelfarbe zuweisen oder eine Schattenfarbe. Oder halt, auch wie ihr jetzt seht, den Titel selber kann man für jeden State zuweisen, wo man diese ganzen Features anwendet. Ja, das ist jetzt aber mal schön hakelig. Okay, jetzt müssen die markiert werden gleich. Was ist denn da los? Ah, jetzt klappt's. Okay. Dann wollen wir den schön, genau, zack, schön mittig. Da können wir den auch eigentlich ein bisschen senken. Sieht das nicht so gedrungen aus. Okay, jetzt ist die Frage, wir brauchen wie immer unseren Change-Button, den wir verändern wollen, an dem wir die Attribute ändern möchten. IV Outlet, UI Button, Change Button. Hätten wir den auch, dann brauchen wir unsere Funktion. Also erstmal, dass wir zurückkommen, also eine Back-Funktion. Dann wollen wir eine, die einen Titel setzt. Title. Dann war es die Schriftfarbe, also Title. Color, zack. Und die Shadow Color, also Shadow Color, zack. Das war's schon. Das sind die vier Funktionen, die wir brauchen. Wir verknüpfen die jetzt einfach schnell in unser User Interface, Files Owner, Attributes Inspector hier, Reiter. Der, also unser Change, upsala, unser Change Button ist dieser Button hier. Ja, back. Back geht's hier unter TouchUp Inside. Draufklickt halt. Shadow Color ist hier unten. Title ist hier. Title Color. Okay. Jetzt haben wir unser User Interface eigentlich schon komplett fertig. Und müssen nur den Funktionen irgendwie einen Inhalt geben. So dass da nichts Leeres ausgeführt wird. Also, dann wollen wir einfach mal. Wir kopieren sie wieder alle rein, wie wir es immer machen. Ich fange mit der Back-Methode an, das ist ganz einfach. Machen wir self dismiss model view controller animated yes. Die Animation ist einfach immer auch irgendwie schöner, wenn es dann animiert wird. Gibt sicherlich auch Fälle, wo man das weglässt. Aber es ist halt auch immer ganz nett. Okay, ich mache jetzt eine String, also den Inhalt, den man dort hinzufügt. Man muss es nicht so machen, wie ich es jetzt mache. Man kann auch, also ich zeige es euch gleich, wie man es noch machen kann. String. Und dem String weise ich jetzt halt den Wert zu, diesen Text, den wir haben wollen. Und ich nenne es einfach ich wurde, und ich schreibe es richtig, ich wurde bearbeitet. Okay? So. Und was ich jetzt machen werde, ist kontrollieren, ob der Button schon mal bearbeitet wurde, also beim letzten Drücken, ob er da bearbeitet wurde. Das heißt, if unser Change-Button, und hier können wir wieder auf unser Title-Label zurückgreifen, Punkt Text. Das heißt, hier können wir, also wir können den Text nicht so setzen, also wir können nicht sagen, so, das ist unser Text, aber wir können überprüfen, ob er dieser Text ist. Also wir gucken einfach jetzt, ob er der gleiche ist, wie der String-Text hier ist. Wir können, also was wir nicht machen können, ist, ich zeige es euch einfach einmal ganz kurz, was nicht geht, ist title-label.text. Wenn es so ist, hätten wir gerne diesen Text. Okay, also das kann man nicht machen, aus dem Grunde, dass Apple es so vorsieht, dass man es immer für einen State setzt. Also man kann nicht einfach sagen, das title-label der Text ist so, sondern man muss sagen, der Text für das title-label ist so und so, für diesen und diesen State. Darum geht das hier nicht. Aber nochmal zurück dazu, wenn der Titeltext schon so ist, dann wollen wir, dass es ja nicht so bleibt oder was anderes ist. Das heißt, wir machen Change Button und hier kommt diese Funktion setTitle for State. So, und hier können wir einen neuen State sagen und da können wir wieder diesen String einfach einfügen. Also wir können jetzt String schreiben, dann wird es wieder das werden, aber wir wollen was anderes. Darum schreiben wir, ich bin ein Button. Macht Sinn. Und wir nehmen einfach wieder UI Control State Normal. Das heißt, es bleibt, egal was passiert, immer dieser Text.
Aber wenn ich jetzt wieder den Text ändere, dann möchte ich ja im Grunde genommen, dass es wieder anders wird. Und jetzt kopiere ich das hier einfach schnell, füge es ein und sage, dann soll es String werden. Also das hier oben. Dann kommt wieder, ich wurde weit. Das heißt, beim ersten Mal wird jetzt kommen, nein, es ist nicht gleich dem hier, wenn man beim ersten Mal draufdrückt. Das heißt, es wird, ich wurde bearbeitet. Und wenn man dann wieder drauf drückt, dann heißt es, oh, der Text ist der gleiche, darum wird ein anderer zugewiesen. Mehr macht das alles nicht. Ja, Set Title Color wäre jetzt hier die Funktion. Ich überlege gerade, wie habe ich das jetzt hier gemacht. Das ist ganz geschickt, wenn man das schon mal gemacht hat. Dann kann man hier nachgucken. Ja, also ich habe es so gemacht. Okay, das ist ein bisschen doof, aber egal, wir machen es jetzt auch so. Wir sagen einfach, wir möchten die Farben, keine Ahnung, schwarz und grün haben. Schwarz und grün. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, if unser changeButton.titleLabel.textColor, auch hier können wir wieder überprüfen, aber nicht zuweisen, weil auch hier sieht Apple es so vor, dass man es für ein State zuweisen muss. Darum gibt es diese Funktion setTitleColor. Und wenn die Color die gleiche ist wie die UI-Color, ups, nicht Control State UI Color. Und zwar, wenn es die grüne ist. Wenn es die grüne Farbe ist, dann möchten wir, dass unser doch wieder schwarz, dass er schwarz wird. Set, nicht Set, Set Title Color. Und dann machen wir hier auch wieder, wir nehmen die UI Color und Black Color. Ja, auf dem Blog wird es dann auch wieder eine Liste geben aller möglichen UI Colors. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Da gibt es dann wie bei den UI Fonts einfach eine Liste, was ihr da einfügen könnt. Und wir möchten das Ganze für ein UI Control State Normal. Zack. So, aber wenn es schwarz ist, möchten wir doch lieber wieder grün. Und darum kopieren wir das wieder einfach, fügen das ein und sagen Green Color. So. Also jetzt fragt ihr sicherlich vielleicht eventuell, warum ich da eine Liste für posten möchte. Ja, weil es zum Beispiel auch so Sachen gibt wie View Flipside Background Color. Das ist dann so eine Textur. Also gibt halt nicht nur diese typischen, sondern einfach damit den Überblick habt. Ja, Shadow Color. Ja, da können wir eigentlich das hier schon fast kopieren. Zack. Oder muss ich ein Shadow? Ich muss erst ein Shadow machen, glaube ich. Da bin ich mir gerade einmal nicht sicher. Wo ist da? Zack. Und Title Label Shadow Offset equals CG Size. Das ist doch Size Make 0,5. 0. Zack. Shadow Offset. Zack. Falsch geschrieben. So, und dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Und dann können wir hier auch Shadow Color machen, wenn sie grün ist. Möchten wir. Ja, jetzt müssen wir hier Set Shadow Set Title Shadow Color. Und wie ihr seht, das ist gleich, darum kann ich das jetzt auch einfach hier löschen. Ich habe ja das so, zack, jetzt passt es wieder. Und andernfalls, ja, ich finde es immer ganz gut, wenn es dann andernfalls einfach, also wir müssen jetzt eine andere Farbe setzen, weil sonst kommt er nie wieder hier rein. Wir müssen einen grünen Color setzen, aber ich finde es ganz gut, wenn es in dem Fall dann einfach kein Shadow Offset gibt. Also, dass man nicht immer diesen Schatten dann hat, dass man auch wieder zurückkommt. So, jetzt haben wir keinen Schatten mehr. Und jetzt müsste es eigentlich. Ah, der Oberfehler. Stopp. Ja, was für einen Fehler haben wir gemacht? Wir haben. Oder was habe ich für einen Fehler gemacht? Wenn man jetzt das öffnen möchte, kann man noch gar nicht dahin, weil wir noch gar nicht dem View Controller gesagt haben, dass es uns gibt. Darum müssen wir hier Add Class machen. Add Class, zack. Hier kopiere ich mir kurz den Namen raus, dann kann ich ihn dort einfügen, zack. Oder nicht in einfach Set, zack. Und dann
oben import title attributes. Ach ja, eine Funktion brauchen wir auch noch. Dann machen wir eine IV-Action. Und dann nehmen wir einfach OpenSet. So. OpenSet. Ganz wichtig hier im View-Controller. Dann machen wir so. Können hier auch wieder kopieren, wenn wir möchten. Können hier Z draus machen. Nicht alles kopieren. Dann nur das. Set Title Attributes. Zack. Möchte natürlich nicht den Nickname, sondern den Nickname. Und das ist ein Set. So, zack. Jetzt müssen wir nur noch hier wieder verbinden, die User Interface, Connection Reiter und sehen Open Set. Set sein Wert, Touch Up Inside. Und voilà. Jetzt müsste es klappen. Okay, das war jetzt ungünstig. Ja, aufwendig, aufwendig. Da kommt unser iOS-Simulator. Da ist er. Und da haben wir es. So, jetzt können wir auf Setze einen Wert klicken. Da haben Setze einen Wert. Können das Ganze auch wieder schließen, wenn wir möchten. Ich wurde bearbeitet. Ich bin ein Button. Ich wurde bearbeitet. Ist ein bisschen kurz jetzt. Kann man zum Beispiel diese Line Break Methode machen. So, man kann die Farbe ändern, schwarz. Shadow Color haben wir. Kein Shadow Color. Shadow Color, kein Shadow Color. Ja, eigentlich eine ganz gute Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat alles geklappt. Und ich würde mich halt schon freuen, wenn ihr dann nochmal das nächste Tutorial mit anguckt, bekomme einen Wert, dann sind wir schon mit dem UI-Button mit dem Titel fertig. Und da sind wir ja schon mal ein Stück weiter. Ich hoffe, es bringt euch allen was. Da ist mal was zu sehen. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, kann man hier wieder nur sagen.